Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Bevor ich in den heutigen Fall einsteige, möchte ich euch nochmal an ein ganz besonderes Projekt erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Video erinnern könnt. Ich werde euch das hier irgendwo verlinken. Und zwar habe ich ja eine kleine Rolle als Statistin in einem Kinofilm bekommen. Und zwar ist dieser Kinofilm eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentation und ist über die Münsterlandmorde. Über diesen Fall habe ich ja auch mal auf diesem Kanal berichtet. Ist jetzt auch schon wieder etwas länger her. Und jetzt möchte ich euch an dieser Stelle einmal den fertigen Trailer zeigen. Ich finde, er ist super cool geworden. Jeder Ermittler hat ihn. Diesen einen Fall, der dich nie loslässt. Nicht einmal ein halbes Jahrhundert später. Manchmal träume ich von ihnen. Warum musst du sterben? Wer bist du? Vier Frauen. Alle auf dieselbe Weise getötet. Von einem Monster, das Münsterland 3 Jahre lang in Angst hielt und dann verschwand. Spurlos. Der Kinofilm kommt am 24. November in die Kinos. Leider erstmal nur im Münsterland, also in dem Gebiet. Aber wir hoffen natürlich, dass der Film eventuell irgendwann auch in ganz Deutschland zu sehen ist. Falls ihr euch nicht mehr an den Fall der Münsterlandmorde erinnern könnt, es geht bei dem Fall bzw. bei den Fällen um eine Reihe von Anhaltermorden. Also es sind im Jahr von 1971 bis 1974 4 junge Frauen im Münsterland beim Trampen Opfer eines kaltblütigen Verbrechens geworden. Die Suche nach dem Täter hält bis heute an. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es ein und derselbe Täter bei allen Frauen war. Der Film dient auch als Präventionsarbeit, also es soll einfach auch nochmal verdeutlicht werden, welche Gefahren es so gibt eben für junge Frauen. Und klar, so Trampen ist heutzutage zum Glück nicht mehr so verbreitet, aber man kann das ja trotzdem auch auf andere Lebensbereiche beziehen, zum Beispiel aufs Online-Dating. Der Film wird sehr, sehr spannend sein. Ich bin wirklich sehr gespannt. Am 19. November ist die Premiere. Da werde ich auch sein und mir den Film dann endlich im Ganzen einmal anschauen können. Und wie gesagt, ich habe da auch eine kleine Rolle. Es ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine Rolle. Aber es war für mich trotzdem eine riesengroße Ehre, dort mitzuspielen. Falls ihr irgendwo in der Nähe vom Münsterland wohnt, könnt ihr euch natürlich gerne informieren, in welchem Kino der Film läuft. Und falls ihr den dann schaut, könnt ihr mir auch gerne mal irgendwie schreiben, wie ihr den fandet und was ihr vielleicht so daraus mitgenommen habt und ja, einfach so eine kleine Rezension schreiben. Und nun fange ich mit dem heutigen Fall an. Es geht um Hannah Truelove. Hannah Truelove wurde am 18. Mai 1996 als Tochter von Jeff Truelove und Mona Harris geboren. Sie wuchs zusammen mit einem Bruder namens Clint und einer Schwester namens Jessica in Georgia auf. Als Hannah noch ein Kind war, trennten sich ihre Eltern und Hannah zog dann mit ihrer Mutter in eine Wohnung des Lake Lanier Apartment Komplexes in Gainesville, Georgia. Ihre Geschwister blieben anscheinend beim Vater, sodass Hannah von da an sozusagen als Einzelkind, sag ich mal, aufwuchs. Also klar, sie hatte noch viel Kontakt zu ihren Geschwistern und auch zu ihrem Vater, aber von da an lebte sie alleine mit ihrer Mutter in einer eigenen Wohnung. Dort besuchte sie die Gainesville High School, die etwa 4 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt lag. Die Schule galt in der Umgebung als eine eher gehobenere Schule. Freunde beschreiben Hannah als eine sehr extrovertierte
und kontaktfreudige Person. Sie hatte einfach immer eine sehr besondere und liebenswerte Art. Sie war humorvoll und sagte ihre Meinung gegenüber anderen auch immer sehr direkt heraus. In der Schule war sie sehr beliebt und galt als Freigeist. Das war auch der Grund, warum sie oft Schule schwänzte, denn sie wollte eben das tun, was sie wollte. Und wenn sie keine Lust auf Unterricht hatte, ging sie auch einfach nicht hin. Ihre Mutter Mona war manchmal überfordert, gerade als Hannah älter wurde und in die Pubertät kam. Mona soll ein leichtes Alkoholproblem gehabt haben und wurde wohl auch schon mehrfach alkoholisiert am Steuer vorgefunden. Oft trieb sich Hannah in der Gegend herum, ohne Bescheid zu sagen, wo genau sie hin wollte. Hannah und ihre Mutter Mona hatten aus diesem Grund häufiger mal Streit und in einem Artikel stand auch, dass eine Art Jugendamt, Division of Family and Children's Services, Kontakt zu ihnen hatte. Gerade auch, weil sie oft nicht zum Unterricht kam und die Lehrer sich einfach Sorgen machten, dass es vielleicht familiäre Probleme geben würde. Insgesamt hatte Hannah aber scheinbar ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern, also auch zu ihrem Vater. Ja, es gab öfter mal Streit, aber eben diesen typischen Teenager-Streit, sag ich mal. Also es war jetzt nicht, dass Hannah irgendwie total verhasst auf ihre Mutter war oder so mega rebellisch war. Also es hielt sich alles in Grenzen und insgesamt verstand sie sich wirklich gut mit ihren Eltern. Mit ihrem Vater Jeff traf sie sich auch regelmäßig und die beiden machten zusammen Ausflüge oder gingen abends essen. Und zu solchen Zeiten erzählte Hannah ihrem Vater immer, was gerade so in ihrem Leben los war und hielt ihn einfach so ein bisschen auf dem Laufenden. Jeff sagt später, dass er sie immer Daddy's Little Girl nannte und sie wirklich über alles sprechen konnten. Hannah hatte einen sehr großen Freundeskreis und ein Freund von ihr namens Joshua sagte, dass sie sehr fürsorglich und mitfühlend war. Wenn ihre Freunde irgendwie Probleme hatten, half sie immer sofort und stellte sich dann oft auch mal an letzte Stelle. Der Schuldirektor sagte, sie wäre eine ruhige und respektvolle Person, was einigen anderen Aussagen widerspricht. Aber ja, anscheinend soll sie trotz ihrer Schwänzerei bei den Lehrern auch ganz gut angekommen sein. Auf alle Personen in ihrem Umfeld machte sie einen glücklichen und zufriedenen Eindruck. Und in ihrer Freizeit turnte sie gerne, machte Musik und sang. Sie liebte Tiere wirklich über alles und träumte davon, später einmal Tierärztin zu werden. Insgesamt war sie also scheinbar eine warmherzige junge Frau mit einigen typischen Teenager-Problemen oder Verhaltensweisen, wie zum Beispiel eben dem Schuleschwänzen. Und ich glaube auch, dass viele Teenager gerade in dieser Rebellionszeit mal nicht auf das hören, was Erwachsene sagen. Ihr Vater Jeff machte dann später aber auch noch eine interessante Aussage. Und zwar sagte er, dass Hannah wohl öfter mal Schule schwänzte, weil sie Angst hatte, mit dem Bus zur Schule zu fahren und nicht, weil sie an sich keine Lust auf Unterricht hatte. Genaue Details über diese Sache sind allerdings nicht bekannt, aber es gibt eben Vermutungen, dass in dem Bus eine Person war, vor der Hannah Angst hatte oder mit der sie einfach nicht in Kontakt treten wollte. Vielleicht wurde sie auch von irgendjemandem belästigt. Also das ist alles so ein bisschen unklar geblieben. 23. August 2012. In den frühen Abendstunden kam Hannahs Mutter Mona von einem langen Arbeitstag nach Hause und wunderte sich darüber, dass ihre Tochter nicht da war. Denn auch wenn Hannah sich oft irgendwo und irgendwann in der Gegend herumtrieb, war das wohl eine Uhrzeit, wo sie wirklich immer zu Hause war. Im Allgemeinen hatte die Mutter mit Hannah wohl auch so eine Vereinbarung getroffen, dass Hannah immer spätestens dann zu Hause sein sollte, wenn es draußen dunkel wurde. Und daran soll Hannah sich tatsächlich normalerweise auch gehalten haben. Die Mutter guckte dann so ein bisschen in der Wohnung herum und bemerkte dann, dass Hannah auf jeden Fall nach der Schule schon zu Hause gewesen sein musste, denn die Post aus dem Briefkasten lag bereits auf der Couch. Also Hannah hatte die Post scheinbar aus dem Briefkasten geholt. Mona war einfach sehr, sehr müde von dem langen Arbeitstag und legte sich dann erstmal schlafen und dachte dann auch, dass Hannah in der Zeit höchstwahrscheinlich ja auch wieder da wäre. Als sie dann aufwachte, war das allerdings nicht der Fall, was dann wirklich schon sehr, sehr merkwürdig war. Und sie rief dann erstmal Jeff an, also den Vater von Hannah,
weil sie dachte, vielleicht hatten sich die beiden ja für den Abend irgendwie verabredet. Sie gingen öfter mal abends ins Restaurant zum Essen, aber Jeff hatte auch keine Ahnung, wo Hannah war und hatte auch den ganzen Tag nichts von ihr gehört. Danach rief Mona einige von Hannahs Freundinnen an, aber auch die hatten alle keine Ahnung, wo sich Hannah aufhielt und dachten auch alle, dass sie nach Hause gegangen wäre. Da kam Mona ein ganz, ganz schlechtes Gefühl und sie wusste, dass irgendetwas nicht stimmen konnte und rief dann auch um 21.30 Uhr die Polizei und meldete Hannah als vermisst. Die Polizei durchsuchte dann den kompletten Apartmentkomplex und auch die Umgebung. Allerdings gab es dann noch einen kleinen Hoffnungsschimmer oder eine harmlose Begründung, dass Hannah nicht nach Hause gekommen war. Nämlich kam am Abend, so am frühen Abend, ein ziemlich doller Regensturm auf und die Polizei sagte, dass es ja vielleicht möglich wäre, dass Hannah sich irgendwo untergestellt hatte oder vielleicht bei irgendwelchen fremden Leuten untergekommen war, einfach damit sie nicht im Nassen nach Hause musste. Trotzdem suchte die Polizei die ganze Nacht weiter, aber fand keine Spur von Hannah. Am nächsten Morgen, am 24. August 2012, fuhren die Polizeibeamten wieder zu Mona und teilten ihr eben mit, dass sie nichts von Hannah gefunden hatten. Und ja, leider war sie inzwischen auch nicht von alleine nach Hause gekommen. Der Regen war auch mittlerweile wieder weg, was das Ganze natürlich noch beunruhigender machte. Nun muss man wissen, dass hinter dem Apartmentkomplex, also hinter diesen ganzen Gebäuden, ein kleines Waldstück ist. Und in diesem Waldstück ging am 24. August 2012, also einen Tag nach Hannahs Verschwinden, ein Mann spazieren. Als dieser Mann dort so lang ging, sah er weiter im Gebüsch irgendetwas liegen und er dachte zunächst, dass das eine Schaufensterpuppe wäre. Aber dann dachte er, okay, vielleicht schaue ich nochmal genauer nach. Er hatte auch von dem Verschwinden von Hannah gehört und hoffte aber natürlich, dass das nicht irgendwie ein menschlicher Körper war, sondern wirklich einfach nur eine Schaufensterpuppe. Als dieser Mann dann näher an die Schaufensterpuppe heranging, musste er aber feststellen, dass es tatsächlich ein echter menschlicher Körper war. Er rief sofort die Polizei, die dann auch nach wenigen Minuten ankam. Und die Polizei, ja, musste leider feststellen, dass es sich bei diesem menschlichen Körper um den von Hannah Truelove handelte. Für Hannahs Eltern brach an diesem Tag natürlich eine komplette Welt zusammen und bei der Autopsie wurde festgestellt, also das sah man auch schon so auf den ersten Blick, dass Hannah durch mehrere Messerstiche getötet wurde. Leider waren am Fundort keinerlei DNA-Spuren, weil es eben die ganze Nacht geregnet hatte und dadurch alle potenziell brauchbaren Spuren eben vernichtet waren. Ermittler versuchten dann herauszufinden, was Hannah genau am vorherigen Tag gemacht hatte. Also sprich, sie wollten den 23. August 2012 rekonstruieren. Dazu befragten sie einige Anwohner des Wohnkomplexes und einige sagten eben aus, sie hätten Hannah am Nachmittag des 23. Augustes gegen 16 Uhr mit einigen Freunden auf der Rasenfläche vor dem Apartmentkomplex abhängen sehen. Zur gleichen Zeit waren auch viele andere Anwohner dort. Es wurde gegrillt, Kinder spielten, es war also allgemein sehr belebt. Ein Nachbar, der auch dort war, berichtete, einen mittelgroßen SUV gesehen zu haben, der in der Nähe von Hannah und ihren Freunden geparkt hatte. Etwa 10 Minuten später wurde Hannah gesehen, wie sie hinter einem Mann hinterherlief, der aus dem Auto ausgestiegen war. Dieser Nachbar sagte auch aus, dass er meinte, gesehen zu haben, dass eine weitere Person in diesem SUV mit drinne saß, aber die war nicht ausgestiegen, also es war nur ein einzelner Mann ausgestiegen. Hannah ging dann zusammen mit diesem Mann in das Waldgebiet hinter den Apartments und es war eben klar, dass der Mann die Richtung vorgab, dass er sozusagen ja dominierte. Der junge Mann wurde als afroamerikanisch beschrieben und auf etwa 18 bis 22 Jahre geschätzt. Etwa eine Stunde später will eine Zeugin Hannah nochmal woanders gesehen haben in der Nähe vom Wohnkomplex, aber diese Aussage ist auch nicht gesichert. Dieser afroamerikanische Mann konnte bis heute nicht identifiziert werden. Er ist bis heute nur eine Person von Interesse, also offiziell, und kein Hauptverdächtiger, weil man eben keine konkreten Hinweise hatte. Die Polizei glaubt, dass Hannah den Täter gekannt haben musste
und dass der Fundort eben auch der Tatort war. Leider hatte Hannah am Tag ihres Verschwindens kein Handy bei sich, denn ansonsten hätte die Polizei eventuell darüber noch weitere Informationen bekommen können, also das einfach tracken können. Aber es war wohl so, dass Hannah auch allgemein gar kein Handy hatte. Die Mutter wollte das scheinbar nicht, auch gerade weil Hannah sowieso schon so oft Schule schwänzte und dann wollte sie eben nicht, dass ihre Tochter noch ein Handy hatte, wo sie dann eventuell sozusagen noch mehr Scheiße mitbauen könnte. Der Vater Jeff wollte unbedingt, dass sie ein Handy hatte, aber konnte sich anscheinend bis dahin noch nicht durchsetzen. Es war aber so, dass Hannah wohl einen Nintendo hatte, also einen Nintendo DS Lite. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt oder ob ihr auch einen Nintendo hattet. Da konnte man über so einen Chat mit anderen schreiben. Ich weiß nicht mehr genau, ob das so über Internet lief oder über so eine Art Bluetooth. Ich bin mir da wirklich gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall hatte Hannah so ein Nintendo und chattete darüber mit ihren Freunden. Hannah war zudem sehr aktiv auf Facebook und Twitter. Ich weiß nicht, von wo aus sie das dann gemacht hat. Vielleicht von irgendeinem Computer aus. Oder ich weiß nicht, ob vielleicht ihre Mutter ihr manchmal das Handy geliehen hat. Das, was sie zuletzt auf Twitter postete, ist für den Fall noch sehr, sehr relevant. Sie postete eigentlich wirklich täglich irgendwelche Songtexte auf Twitter, also so Zeilen von Songtexten oder wie es ihr ging oder einfach so ganz random Sachen. Die Ermittler durchforsteten ihren Twitter-Account und bemerkten, dass sie in letzter Zeit etwas beunruhigende Dinge gepostet hatte. Am 12. August 2012 twitterte sie: "I got me an ugly ass stalker." Also ich habe einen hässlichen Stalker. Am 18. August gegen 19 Uhr schrieb sie: "So scared right now." Kurz darauf folgte der Post: "Every time we talk, I feel sick." Die Polizei konnte dann anscheinend ihren besagten Stalker auch ausfindig machen und ihn befragen. Dieser konnte allerdings als Täter ausgeschlossen werden. Viel mehr Informationen gibt es im Internet über diesen Stalker leider nicht, aber wahrscheinlich will man ihn auch nicht so in den Fokus der Ermittlungen bringen, weil er ja anscheinend wirklich auch nichts damit zu tun hatte. Ihr letzter Tweet vom 22. August, also einen Tag bevor sie verschwand, war folgender: "I need to move out of these dang apartments." Ich muss aus diesen Apartments hier ausziehen. Für die Polizei war schwer zu sagen, ob sie einfach eine dramatische Teenagerin war. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an eure Teenie-Zeit erinnern könnt oder vielleicht seid ihr auch gerade noch so in dem Alter. Ich kenne das auch noch von mir, dass man immer so ein bisschen verschlüsselte Botschaften gerne mal gepostet hat oder ja, einfach so ein bisschen dramatisch war. Und die Polizei konnte eben nicht so ganz einordnen, ob das jetzt dieses Teenager-Geschreibe war, sag ich mal, oder ob das Ganze etwas mit dem Mordfall zu tun hatte. Zwei Tage vor Hannahs Verschwinden wollte ein Mitarbeiter von dieser Organisation namens Division of Family and Children's Services Hannah zu Hause besuchen, aber man traf nur die Mutter an, die nicht wusste, wo Hannah sich aufhielt. Am Tag ihres Verschwindens war ein Mitarbeiter dann anscheinend sogar direkt in der Schule und besuchte dort Hannah. Sie sprachen wohl darüber, wie Hannah ihre Mathe-Note verbessern könnte, weil sie da wohl nicht so gut drin war. Aber der Mitarbeiter sagte später aus, dass Hannah trotz allem einen für Teenager sehr, sehr guten Eindruck machte. Sie wirkte zufrieden und nicht so, ja, als ob irgendwas Gravierendes vorgefallen wäre. Bis heute gibt es in dem Fall von Hannah Truelove noch immer mehr Fragen als Antworten und jede Menge Theorien. Die erste Theorie besagt, dass Hannah von jemandem getötet wurde, der ebenfalls im gleichen Apartmentkomplex lebte wie sie. Sie kannten sich also und dass sie vielleicht eine Liebesbeziehung hatten, also ein bis heute unbekannter Mann, und dass das Ganze aus irgendeinem Grund eskaliert ist. Viele beziehen sich da eben auch auf ihren Twitter-Post. Sie hatte ja dann einmal kurz bevor das alles passiert ist geschrieben: "Ich muss aus diesen Apartments raus." Ja, das ist so eine Theorie, also auch eine sehr unscharfe Theorie. Man weiß nicht genau, wie viel da jetzt dran ist. Die zweite Theorie besagt, dass Hannah eventuell schwanger war und der Vater, also der mögliche Vater, wer auch immer das dann sein könnte, sie beseitigen wollte. Auch diese Theorie wird hauptsächlich durch einen ihrer letzten Twitter-Posts gestützt. Den hatte ich euch eben nicht vorgelesen. Sie hat wohl auch einige Tage vor ihrem Verschwinden einmal getwittert: "I'm getting fat, I have a little tummy right now."
Und einige von ihren Freunden sollen auch erzählt haben, dass ihr irgendwie in letzter Zeit öfter mal schlecht war. Und deshalb kam eben im Nachhinein die Theorie auf, dass sie vielleicht einfach schwanger war und ja, deshalb mit ihrem Leben dafür bezahlen musste. Der Autopsiebericht von ihr wurde nie veröffentlicht, weshalb nicht bekannt ist, ob Hannah bei ihrem Tod tatsächlich schwanger war. Dann gibt es noch die Theorie, dass Hannah in einem Streit einer Street Gang von Gainesville involviert war. Die genauen Hintergründe für diese Theorie kenne ich allerdings nicht. Und das ist, glaube ich, auch einfach wieder so eine Theorie, weil man ja einfach Theorien aufstellen möchte. Also gibt es nicht so genaue Infos drüber. Die letzte Theorie geht eher in die paranormale Richtung. Und ich glaube, diese Theorie ist auch am unwahrscheinlichsten, aber ich möchte sie hier trotzdem einmal erwähnen. Und zwar liegt das Apartment von Hannah und ihrer Mutter ja ganz in der Nähe des Lake Lanier's. Also die Apartments heißen ja auch Lake Lanier bzw. Lake Lanier Apartment Komplex. Und dieser See ist bekannt als beliebter Spot für Outdoor-Sport. Und viele Touristen und Einheimische kommen regelmäßig dorthin, um einfach die Natur zu genießen. Doch dieser See hat auch seine Schattenseiten und viele sagen sogar, dass er verflucht wäre. Unzählige Menschen kamen auf diesem See oder bei diesem See auf mysteriöse Art und Weise ums Leben. Seit den 1950ern gab es fast 700 Todesfälle beim Lake Lanier. Unzählige davon konnten nie geklärt werden. 1958 fuhren beispielsweise zwei Freundinnen namens Delia May Parker Young und Susie Roberts mit dem Auto über die Brücke des Sees und Susie war wohl am Steuer und verlor plötzlich die Kontrolle über den Wagen und sie stürzten in den See. Danach häuften sich Erzählungen über eine Geisterfrau ohne Hände, die nachts in einem blauen Kleid beim See gesichtet wurde. Etwa ein Jahr später fand ein Fischermann am Ufer des Sees die sterblichen Überreste einer Frau. Ihr fehlten die Hände und zwei Zehen und sie trug ein blaues Kleid. Die Leiche konnte dann auch als Delia May Parker Young identifiziert werden. Erst 31 Jahre später wurde das Auto mit Susies Körper auf dem Grund des Sees gefunden. Viele weitere Menschen ertranken dort auf unerklärliche Weise und einige erfahrene Schwimmer, die in dem See mal geschwommen sind, berichteten im Nachhinein, dass sie das Gefühl hätten, als sie im Wasser waren, dass plötzlich eine Hand sie packte am Bein und irgendetwas sie in die Tiefe ziehen wollte und dass sie auch plötzlich Atemprobleme bekam und die Luft irgendwie ganz, ganz komisch war. Das ist nicht nur die Aussage von einem Schwimmer, also das haben auch wirklich viele, viele Leute schon berichtet, dass das einfach ganz merkwürdig war, in diesem See zu schwimmen. Auch gab es einige mysteriöse Bootsunfälle, die bis heute nicht aufgeklärt wurden. Vielleicht kann ich darüber auch mal ein eigenes Video machen, wenn euch das Ganze interessiert. Mich interessiert sowas Paranormales auch immer sehr, sehr, sehr. Also klingt sehr spannend und ich hätte auch echt Bock, mich da nochmal einzulesen. Ja, aber zurück zu Hannah. Mittlerweile ist die Ermordung von Hannah Truelove über 10 Jahre her. Und erst vor kurzem sagte ein zuständiger Ermittler namens Dan Franklin aus, dass es zwar einen Verdächtigen gebe, man aber nicht genügend Beweise hätte für eine Verurteilung. Und weiter sagte er, was mich etwas überrascht hat, dass es tatsächlich von Anfang an einen Verdächtigen geben würde. Klar, es wurde ja dieser afroamerikanische Mann gesehen, der mit ihr zuletzt eigentlich auch gesichtet wurde. Aber bis dato hatte die Polizei ja immer ausgesagt, dass es kein Verdächtiger wäre, sondern nur eine Person von Interesse. Dan Franklin sagte dann noch aus, dass es ein männlicher Verdächtiger wäre und dass Hannah ihn vor ihrem Tod auf jeden Fall gekannt hatte. Dieser Mann wurde inzwischen 2-mal von der Strafverfolgungsbehörde interviewt und beteuerte immer wieder seine Unschuld. Ich persönlich denke, dass die Ermordung von Hannah Truelove auf jeden Fall eine Beziehungstat war. Es waren ja scheinbar starke Emotionen mit im Spiel. Das ist ja oft so, wenn Leute gerade auch mit mehreren Messerstichen getötet werden. Viele Informationen über diesen Fall wurden wahrscheinlich nie veröffentlicht, damit nicht irgendeine unschuldige Person zu Unrecht verdächtigt wird. Ich bin mir auch relativ sicher, dass enge Freunde von Hannah auf jeden Fall wissen müssten, wer wahrscheinlich dahinter steckt. Nur gibt es eben nicht genügend Beweise, wie gesagt, bis heute. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihre Freunde keine Ahnung hatten, mit wem sie eventuell in einer Beziehung stand oder wen sie datete oder so, weil darüber habe ich keine Information gefunden, was konkret die Freunde ausgesagt haben. Aber ja, ich denke mal, das sollte einfach nicht an die Öffentlichkeit. Fraglich ist natürlich auch, warum dieser Mann, dieser Afroamerikaner, warum der sich nie bei der Polizei gemeldet hat,
der ist ja scheinbar bis heute nicht identifiziert worden, was ja eigentlich auch nicht ganz zu dem passt, dass die Polizei sagt, sie hätten von Anfang an einen Verdächtigen, der sogar auch interviewt wurde. Dann kann das ja nicht der Mann sein, mit dem sie zuletzt gesehen wurde. Das wird mir jetzt gerade erst so ein bisschen klar, weil der ist anscheinend bis heute nicht identifiziert worden. Und da fragt man sich natürlich auch, wenn der nichts mit der Tat zu tun hat, also warum ist er dann nicht zur Polizei gegangen, als er von Hannah verschwinden und von ihrem Tod gehört hat? Also es passt ja auch nicht so ganz zusammen. Außer natürlich, er ist unschuldig, aber hatte irgendwie einen anderen Konflikt mit Hannah und wollte nicht ins Visier der Polizei geraten oder was auch immer. Unklar bleibt auch bis heute, warum Hannahs lebloser Körper nicht von der Polizei gefunden wurde. Denn die hatte ja die ganze Nacht die Umgebung rund um den Wohnkomplex abgesucht. Und der Körper von Hannah lag ja auch wirklich nicht weit entfernt von der Wohnung. Ja, das ist so ein bisschen rätselhaft. Die Polizei sagt ja auf jeden Fall, dass Fundort auch Tatort sein musste. Aber viele spekulieren natürlich auch, dass Hannah eventuell doch erst im Nachhinein dort abgelegt wurde und dass der Täter tatsächlich auch eine Wohnung in diesem Wohnkomplex hatte und Hannah dort sozusagen zwischengelagert hatte. Ja, wie gesagt, in diesem Fall gibt es noch sehr, sehr viele offene Fragen. Teilt wie immer eure Gedanken, alles, was euch irgendwie im Kopf rumschwirrt zu diesem Fall, in den Kommentaren. Dann würde ich sagen, passt auf euch auf und wir sehen uns das nächste Mal wieder.